Also das Haus des Wissens ist eigentlich zweierlei. Das ist zum einen eine Institution und zum anderen ein Ort. Eine Institution ist es insofern, als es eine Klammer bildet, und zwar eine Klammer zwischen einerseits den 30 akademischen Sammlungen, Museen und Gärten der Universität, zum zweiten der interdisziplinären Forschungsstelle, die hier auch eingerichtet werden wird, und zum dritten einer Ausstellung, und zwar einer Ausstellung, die verschiedene Fenster in die Welt der Wissenschaft öffnen wird. Ein Ort der Begegnung ist es außerdem, ein Ort der Begegnung und Kommunikation. Wir haben da so den Gedanken, dass es vielleicht wie ein römisches Forum sein sollte, das heißt also ein Ort, an den man geht, um sich zu informieren, zu diskutieren, um interessante Leute zu treffen. Wir hoffen, dass dieser Ort dann Anziehungspunkt wird für Wissenschaftler, die eben hier hinkommen, um sich anregen zu lassen, um interessante Gespräche zu führen. Dass er aber auch gleichzeitig anziehend ist für alle Göttinger und Göttingerinnen und natürlich auch für die Gäste der Stadt, also für Touristen, ausländische Gäste der Stadt, die dorthin kommen, weil sie Einblicke in die Wissenschaft bekommen möchten, weil sie mal erfahren möchten, was passiert eigentlich gerade an der Universität. Zum Beispiel, was ist eigentlich diese Exzellenzinitiative? Was machen die da eigentlich? Also das ist sozusagen das Ziel, was wir zurzeit im Kopf haben und was wir mit dem Wissenshaus verfolgen wollen. Die Ausstellung im Haus des Wissens wird zeigen, wie Wissenschaft eigentlich funktioniert. Wie entstehen neue Fragestellungen? Wie wird Wissen erlangt? Wer sucht danach und warum? Spielen Zufälle dabei vielleicht auch mal eine Rolle? Gibt es eigentlich Rezepte für erfolgreiche Forschung? Das Haus des Wissens ist dabei kein allgemeines und damit auch irgendwo beliebiges Wissenschaftsmuseum. Unsere Spezialität sind die akademischen Sammlungen. Und das waren sie ja schon von Anfang an, seit der Gründung unserer Universität vor 275 Jahren. Wir werden zum einen natürlich zeigen, was für herausragende, wertvolle Objekte sich in diesen Sammlungen befinden. Zum anderen werden wir aber vor allem hier im Haus des Wissens anhand dieser Objekte zeigen, wie Wissenschaft funktioniert. Ich habe hier beispielsweise ein Fragment, das ist natürlich nicht das Original hier, ein Fragment von einem Manuskript von Meister Eckert, das befindet sich im diplomatischen Apparat der Universität Göttingen, also des Seminars für mittlere und neuere Geschichte. Und weil wir das Original haben, konnten an diesem Original Untersuchungen über das Pergament und die Schrift durchgeführt werden. Und diese Untersuchungen haben ergeben, dass dieses Manuskript deutlich älter ist, als man bisher immer angenommen hat. Und dass also Meister Eckhart bestimmte Gedanken schon viel früher zu Papier gebracht hat, als man dachte. Und diese Erkenntnis hat dazu geführt, dass man Meister Eckhart und seine Position, die er vor, während und nach der Inquisition einnahm, ganz neu interpretieren konnte. Aber das Haus des Wissens wird natürlich viel mehr Beispiele zeigen und die werden auch sich verändern. Das heißt, mal werden wir vielleicht die 4 Meter große Giraffe hier haben und daran einen Aspekt der Wissenschaft zeigen, mal den feueraufspürenden Käfer oder den Vizeheliotrop. Dabei geht es nicht nur um Forschung. Auch das Studium an und mit den Objekten gehört zum Alltag an der Universität und soll veranschaulicht werden. Die Besucher des Hauses des Wissens werden also sehen und erfahren können, wie Studenten und Studentinnen mit Objekten arbeiten, an ihnen auch forschen und an ihnen lernen. Ganz dem Forum-Gedanken entsprechend wird es hier im Haus des Wissens auch Vorträge, öffentliche Vorträge geben, die mal auf eine Fachfrage gerichtet sind, mal aber zum Beispiel auch die Geschichte eines konkreten Objektes beleuchten oder beispielsweise den Fokus auf seinen Sammler oder seine Sammlerin richten. Wir werden hier im Haus des Wissens nicht etwa alle Sammlungen zentralisieren und zusammenfassen und sie musealisieren. Das ist überhaupt nicht unser Anliegen, unser Ziel. Es wird vielmehr darum gehen, dass alle Sammlungen an ihrem Ort bleiben, dort auch genutzt werden können für Forschung und Lehre, dann aber gleichzeitig hier im Haus des Wissens einen Ort haben, an dem sie sich auch öffentlich zeigen können. Auf die Weise wird dann jede Sammlung 2 Orte haben, also wenn man so will, ein Labor und ein Schaufenster hier im Haus des Wissens. Und zwar ein Schaufenster, was dann eben für die gesamte Öffentlichkeit zugänglich ist. Das Haus des Wissens soll zum einen ja Vernetzungspunkt sein für die ganzen Göttinger Sammlungen, zugleich aber auch Ausgangspunkt für Spaziergänge zu den akademischen Sammlungen, den botanischen Gärten, den Museen, die wir ja auch haben. Und man kommt von hier aus sogar mit den Bussen zum Nordcampus, wenn man sich zum Beispiel in der Physik den Gauss-Weber-Telegraphen anschauen möchte. Außerdem sind auch andere Orte der Wissenschaft von hier fußläufig zu erreichen, zum Beispiel die Wohnung von Lichtenberg, wo er seine ersten Vorlesungen hielt, oder die Sternwarte,
aber auch zum Beispiel die Wiege der Max-Planck-Gesellschaft, die ja mit ihren Instituten auch für den Wissenschaftsstandort Göttingen sehr, sehr wichtig ist.